herzlich willkommen, meine lieben Funko Popper, zu einem weiteren Close-Up Review. Und heute möchte ich euch sogar mal zwei Close-Ups näher bringen, denn ich habe bei EMP ein Schnäppchen gemacht, und zwar, glaube ich, waren die 6,99 pro Pop. Und es handelt sich einmal um Fox Mulder, den aus Akte X, ne? Und den kann ich natürlich nicht alleine unboxen, denn er braucht immer seine Partnerin dabei, Dana Scully. So, da gucken wir mal. So, es ist einmal die 183 und die 184. Und wir sehen vorne einmal hier, ups, hier so schön so Fox Mulder in der im Workart mit seinem FBI-Ausweis, den wir auch hier wieder sehen. Und dann haben wir einfach die Vinylfigur, also es sind diesmal keine Bubbleheads. Und hier haben wir Dana Scully, auch mit dem Workart. Ich finde, hier kommt das nicht so rüber, weil sie ist ja mehr rothaarig und hier ist es so bräunlich. Das finde ich jetzt nicht so schön, aber wie dem auch sei, sie trägt eine Taschenlampe. Also ich habe Fox Mulder, glaube ich, aber auch ganz selten mit einer Pistole gesehen. Das muss ich da jetzt wirklich mal sagen. Aber wie gesagt, es ist der Pop aus der Television-Reihe, The X-Files. Also ich glaube, das sind noch die alten oder sind das schon die neuen? Wahrscheinlich die Serie, ich weiß nicht genau. 183, 184. Also wir gucken mal auf die Rückseite bei Fox Mulder. Was gibt es denn noch? Also es gibt hier einmal schönen Hintergrund, so ein bisschen die X-File-Logo. Mit so ein bisschen, vielleicht ein bisschen Art aus dem Film. Und dann sehen wir die 183 ist Fox Mulder, dann gibt es Dana Scully, dann gibt es den Zigaretten-Smoking Man. Das ist der Krebskandidat, wie er in der Serie genannt wurde. Und natürlich bei Akte X, denn Fox Mulder, der sucht ja immer die Aliens, deswegen ist da auch noch ein Alien dabei, wenn man den dann vervollständigen möchte. So. Collect the entire line of X-Files Funko Pop. Super stylist Vinylfigurs. Okay. So, hier haben wir nochmal das Workart. Nochmal. 183, wie gesagt. Man sieht ihn mit der Pistole. Ich glaube, so oft zieht er seine Pistole gar nicht. Also in der alten Serie nicht. In der neuen, ich habe nicht alle Folgen der neuen Serie gesehen, wenn das jetzt die neue Serie ist. Weiß ich nicht. Also ich sehe Fox Mulder eigentlich immer irgendwo hinterherrennen und nach der Wahrheit suchen und nicht durch Waffengewalt irgendwie mit der Pistole. Ja gut, das wird mal so hingestellt sein. So, dann gucken wir uns nochmal den anderen Pop an. Wie gesagt, hier Dana Scully. Ist immer ganz nett. Eigentlich haben die quasi denselben Gesichtsausdruck. Aber bei männlichen und weiblichen sieht man das ja immer da an den Wimpern. Also er hat keine Wimpern, der hat Wimpern. Also die hat Wimpern. So, so, und dann sehen wir auch, es ist ein ähnliches Design. Hier nochmal das Art und die Rückseite. Dieselben Figuren, ist ja dieselbe Serie. Und dann schauen wir hier nochmal drauf. Und Dana Scully halt mit ihrer Taschenlampe. Das würde ich eher unterstützen, obwohl ich hätte sie mir rothaarig gemacht, da muss ich ganz ehrlich sagen. Mir ist auch so bräunlich, es ist nicht so wirklich rothaarig und ich bin der Meinung, in der Serie war sie fast immer rothaarig. So, und jetzt packen wir die mal aus. Ja. Das ist immer der schönste Moment, finde ich, wenn man so eine Funko-Pop-Figur dann noch auspacken kann. So, Karton möchte ich jetzt nicht so doll beschädigen, da hebe ich den immer auf. Also ich bin auch ein Aufsteller, also ich stelle die Figuren gerne auf, denn in der Verpackung finde ich die immer ein bisschen doof. Andere mögen das natürlich gerne, weil dann sind die staubfrei und verlieren nicht an Wert, aber ich hebe die Schachteln wirklich gut auf. Nochmal Fox Mulder, nochmal Dana Scully rausholen. Und muss sagen, ups, die kommt gar nicht raus hier, ist die festgeklebt unten? Noch nie gesehen, war kein Kopf. Nee, ging bloß fest. So. Ups, da ist schon mal Dana Scully. Ups. So, da ist sie ein bisschen mehr rothaarig, also das ist aber auch noch so ein Braunton, finde ich. Also es ist nicht so, das ist nicht so dieser typische rothaarige Ton, den sie da hat. So, gucken wir uns mal gleichmäßig an. So, also das muss ich sagen, also ich gucke uns erstmal Fox Mulder an, weil der ist ja die 183. Ich muss sagen, ist sehr schön gearbeitet, obwohl man sieht ein paar Nähte, also man sieht hier so ein paar Gussnähte. Aber hier die Krawatte ist extra rausgearbeitet, der Anzug, die Anzugfalte. Hier das FBI-Logo, ne? Kann man das so gut sehen? Doch, guck mal, siehst du, auf dem FBI-Ausweis ist sogar nochmal ein Foto von Fox Mulder drauf. So, die Pistole ist auch sehr aufgearbeitet. Da ist ein kleiner Farbfehler. Na gut, das kann man verzeihen.
Und naja, wie gesagt, also ich sehe ihn eher weniger mit einer Pistole als auch mit einer Taschenlampe oder mit irgendwelchen Verschwörungsplänen oder sowas. Ich muss sagen, so, denn auch die Haare gefallen mir sehr gut. Ist auch dieser typische Scheitel, den Fox Mulder hat. Ich glaube, das ist wirklich dann auch die alte Serie. Weil ich glaube, in der neuen, da trägt er die Haare ein bisschen anders. Aber trotzdem, ich finde ihn sehr schön. Krawatte auch sehr schön. Das ist der, wirklich der, auch hier der, die Gürtelschnalle auch mal farblich abgesetzt und relativ gut gemalt, aber dafür, dass es so klein ist. Und ich muss sagen, gefällt mir gut. Hier auch nochmal schön dieses Anzugdetail. Das könnte man eigentlich, also wenn man jetzt billig wäre, könnte man das weglassen. Aber die, das finde ich so schön, dass sie das hier extra noch hinten machen, weil falls man die Figur mal umdreht oder so, dass sie auch von hinten wirklich gut aussieht. Ne? Und wie gesagt, mit der Pistole, sehr schön. Ja, und er entspricht ja quasi auch der Verpackung. Manchmal sind ja so kleine Abweichungen drin. Und hier haben wir auch nochmal Dana Scully hier auch schön, ne, dass sie so, sind das so Ballerina-mäßige Schuhe hat. Oder ja, das sind so flache Schuhe. Und dann sieht man hier auch noch die Haut quasi oder die Strumpfhose, was sie dann auch trägt, je nachdem, was sie dann trägt. Auch sehr schön. So der Mantel auch so schön mit diesem Gürtel noch drin, die Knopfleiste. Dann geht das über in das Hemd. Auch hier, kann man auch dann auf dem FBI-Ausweis nochmal ihr Gesicht sehen und die Unterschrift sogar. Sehr nice. Die Taschenlampe auch nochmal mit dem Licht ausgearbeitet. Hier auch sehr viel schöner, also kein Farbfehler, also ich kann jetzt keinen entdecken zumindest. Hier nochmal der Gürtel und hinten noch so die Gürtelschlaufen. Sehr, sehr schön gemacht. Auch vom Blick her finde ich sie ganz gut. Wie gesagt, das ist das Close-up. Ich weiß nicht, ob euch das besser gefällt, aber ich finde den Drehteller immer sehr schön. Ja, und wie gesagt, es ist halt braunes Haar. Und das ist das so, also ja, also man kann darüber streiten. Ich sehe sie mir ein bisschen mehr rothaarig. Aber das ist dann Meckern auf hohem Niveau, weil die Funko Pops kosten nochmal so mehr Geld. Und die beiden waren, ich glaube, 6,99 pro Stück. Und ich sag mal 14 Euro für zwei Popfiguren. Und dann so schöne Popfiguren, muss ich sagen, ist sehr, sehr schön. Und wie gesagt, also ich finde, wenn man Akte X mal früher geguckt hat oder das zumindest mag, dann sollte man sich auch das Pärchen holen. Hier, Fox Mulder und Dana Scully gehören immer zusammen. Und wie gesagt, da hinten ist noch der Krebskandidat, gibt es noch und ein Alien. Vielleicht würde ich mir noch das Alien holen, den Krebskandidat fand ich früher nicht so cool. Aber so, wenn ich mir das so vorstelle, dass die so in einer Reihe bei mir im Regal stehen und hinten packe ich dann quasi, ups, hinten packe ich dann so das Alien hin, finde ich ganz geil. Ne? Also das kann man machen. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da, einen Daumen runter, einen guten Kommentar, einen schlechten Kommentar. Ich nehme sie gerne alle, lieben gerne an. Und wenn ihr mögt, hinterlasst mir ein Abonnement und dann schaut gleich nochmal auf die Endcard und besucht auch dann eventuelle Freunde von mir, die sich auch mit Funko Pops und Unboxings beschäftigen. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr bei uns bleibt. Und genau, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.